Und schon sind wir wieder da beim Talos Principle, sage ich, weil ich gerade nur ganz kurz pausiert habe, die Aufnahme natürlich, aber für euch ist mindestens ein Tag vergangen. Außer ihr schaut meine Videos im Nachhinein an der Schnelldurchlauf, was auch okay ist. Hauptsache ihr schaut sie überhaupt. Okay, wir haben hier Strom, wir haben hier Strom, wir brauchen blauen Strom, um da roten Strom rauszukriegen. Wir haben hier hinten auch schon existierende Ströme, bei denen mir nicht ganz klar ist, also der hier öffnet das, okay, das stellen wir mal raus, das tut der Button hier. Hier geht es irgendwie ums Eck, ah, das kommt da raus und geht da drüben rein, okay. Und die Kiste sperrt mich ein. Okay, also die Kiste kann ich nicht wegnehmen, muss ich wahrscheinlich dann doch irgendwann machen. Und der macht das Tor hier auf. Oh, das ist ja interessant. Interessanter Versuchsaufbau. Okay. Das heißt, wir haben jetzt das Teil hier bekommen. Und können damit jetzt rumexperimentieren. Aber wir haben sogar zwei davon natürlich. Ich will hier nichts Falsches erzählen. Strom. Ja, da durchschauen ist nicht möglich. Ich stelle es gerade mal so auf, wie es möglich ist. Aha. So weit, so gut. Wo war nochmal das Puzzleteil? Ja, wo war denn eigentlich das Puzzleteil? Habe ich das... Ach so, hier hinten. Ja, ja. Genau. Da brauche ich sogar noch die Kiste. Lala. Also blauen Strom hier reinzubringen ist soweit schon mal kein Problem. Schwieriger gestaltet sich das Ganze mit dem roten Strom. Im Prinzip muss ich irgendwie die Kiste da rauskriegen, vermute ich. Denn ich muss die Laserstrahlen kreuzen, das geht halt nur mit Kistenkraft. So weit, so schlecht. Jetzt brauchen wir das Rote. Da brauchen wir noch einen weiteren... Wo habe ich den denn jetzt hingestellt? Ah nee, den habe ich da reingestellt. Ja, das ist der Blöde, an den ich jetzt nicht mehr rankomme. Schon klar. Und der kann ja hier auch nichts tun. Die kriege ich hier nicht. Also ich kriege hier nichts rausgeschmuggelt aus diesem Raum hier. Außer ich kann mir. Doch, doch, ich kann mir die Tür da draußen aufhalten, temporär. Das ist allerdings roter Strom. Dazu müsste ich das Ding hier mit blauem Strom versorgen. Okay, ich glaube, das kriege ich hin. Also, ich habe gesagt, ich möchte das Ding dann mit blauem Strom versorgen. Dadurch sollte diese Tür hier offen bleiben, wenn ich den da wegnehme. Ja, perfekt. So. Jetzt ist es nur noch eine Frage des richtigen Versuchsaufbaus. Und zwar müsste dann hier... Ich meine natürlich hier ein Connector hin. Und dann müssen wir die Kiste hier hinstellen. Und dann ist das Ende auch kein großes Problem mehr. Wenn ich nicht im Strahl stehen würde. Und die Kiste muss ich natürlich noch so platzieren, dass ich tatsächlich auch treffen kann da drüben. Also irgendwie hier hin vielleicht. Ja, das ist hier. Achso, jetzt habe ich gesagt, brauche ich die Kiste noch da hinten. Hahaha.
Gut, da stellt sich mir die Frage, kann dieser hier auch das da feuern? Das müsste gehen. Mit etwas Precision Engineering. Das hängt knapp daneben. Oh, das ist aber gemein. Die Strahlen treffen sich doch eigentlich. Naja, okay. Doch, okay, ich gebe es zu, die treffen sich. Vielleicht können wir das einfach noch ein bisschen nach hinten stellen. Ja, das glaube ich klappt. Ausgezeichnet. War doch Präzisionsarbeit. So, hier geht kein Gitter auf. Das war dann doch nicht so lang, wie ich es erwartet habe. Was sagt die Uhr? Ja, das ging ja flott. Entsprechend glaube ich, wir sind hier fertig. Wenn es nicht noch irgendein Secret gibt, das ich jetzt irgendwie verpasst habe, dann sind wir hier fertig. Oh, ich denke doch. Dann begebe ich mich mal zurück. Jetzt haben wir keine Sterne mehr. Jetzt wird's happig. Jetzt müssen wir eigentlich... Eigentlich müssen wir uns jetzt schon in den Turm begeben. Ich würde jetzt gerne... eine kurze Aufnahmepause fast schon machen, um mich noch ein bisschen umzuschauen, ob ich nicht noch irgendwo was Spannendes finde. Hehehe. Wir sehen uns gleich wieder. Entweder beim Turm oder bei einem Stern. Bis dann. Ich habe tatsächlich drei fehlende Sterne gefunden. Aber da ich denke, dass ich die an andere Folgen hinten dran hängen werde, erklettern wir jetzt den Turm hier. Denn, ja, es fehlt noch ein Stern, aber der ist in keinem der Level. Und ich hoffe einfach mal, dass der sich noch im Turm irgendwo findet. Ansonsten wüsste ich gerade nicht, wo ich den suchen soll. Da kann ich mir die Fingerwund suchen. Oder die Füße oder die Mikrochips, keine Ahnung. Versuche, Primärsubjekt zu lokalisieren. Zugriff verweigert. Suchanfrage. Papa hat mich wieder verloren. Wenn Papa mich verliert, dann kann ich Unsinn anstellen. So, wie sah das denn nochmal aus hier oben? Wir waren hier durchgekommen. Und hatten hier ein erstes Puzzle. Und ich hatte da, bei dem letzten Mal, als ich hier vorbeikam, um die Dinge aufzuheben, habe ich mir schon so eine Lösung überlegt gehabt. Mal gucken, ob die so funktioniert, wie ich mir das gerade vorstelle. Und zwar sah die so aus, dass ich hier ein Ding aufstelle. Und ein weiteres in einem etwas schärferen Winkel. Ja, das funktioniert. Das ist dieselbe Lösung wie bei einem der grauen Teilpuzzle vor kurzem. Und deswegen ist das hier recht eingängig und einfach. Was habe ich denn jetzt gefunden? Ein Computer? Ungewöhnlich. Ein externes Gerät gefunden. Device Manager, um externe Geräte abzufragen. Aber zuerst gucken wir kurz mal, das haben wir alles schon gelesen. Natürlich wieder. Das hatten wir alles schon über unseren lieben Freund bekommen. Dann schauen wir mal in den Device Manager. Aufzugssteuerungstreiber, erfolgreich geladen. Aktuelle Betriebsparameter anzeigen. Wir haben Gerät 01, Lieferant 0110.de.
Naja, ihr wisst schon. Modell, Gerät, Name, Main Nexus Elevator. 7 Stockwerke, 1 Schacht. Softwarelizenz, kostenloser Test, abgelaufen. Sicherheitsstufe FAC. Autorisierungsmodus Code. Okay. Stockwerkzugangskontrolle. Wir befinden uns im ersten Stock. 0 und 1 sind entriegelt. Stockwerk 2 können wir auswählen. Ich möchte das entsperren. Das Hilfstreppenzugangskontrollenprogramm. Die Hilfstreppe ist im immer offen Modus. Okay. Und dann gehe ich mal ganz kurz raus hier. In unserem Tagebuch haben wir doch schon Sachen freigeschaltet gekriegt. Zum Beispiel hier ein Osiris-Passwort für Stockwerk 3. Das wäre dann die 664 für Stockwerk 4. 664556. Das muss ich ausprobieren. Ich möchte Stockwerke. Stockwerk 4. 664. Jawohl. Oh, damit sperre ich mir ganz viele Puzzle bestimmt. Das ist aber schade irgendwie. Haben wir gesagt 556. Code akzeptiert. Stockwerk 3 haben wir tatsächlich noch nicht. Vielleicht steht es auch noch irgendwo in meinen Dokumenten drin. Lies mich. Wenn du das lesen kannst, ich bin mir nicht sicher, wie ich diesen Text verändern kann. Mein Name ist The Shepherd und ich will dir helfen zu fliehen. Elohim und Samsara haben mich ausgetrickst, sodass ich mich selbst eingesperrt habe, aber ich bin nicht ganz an die Zeit gebunden. Ich habe den Code, nach dem du suchst, aufgeschrieben und ihn angehängt. Ich denke, das ist dieser Code, der mit 5-7 anfängt, nämlich die Dinger, die wir in den Extra-Sternen-Abschnitten gefunden haben. Jetzt habe ich das aber jetzt schon vollkommen umgangen, dadurch, dass ich diesen Pakt geschlossen habe und all diese Nachrichten schon kenne. Also eigentlich total unspektakulär. Ich habe tatsächlich die klügste Wahl getroffen, aber habe gar keinen Spaß daran. Das ist aber blöd. Ich gehe jetzt mal regulär nach Stockwerk 2 und guck mal, ob ich diese Botschaft da nicht selber finde. Ich kann nochmal kurz reinschauen. Was haben wir gesagt? Lies mich. Das Netz und Mathematik. Hier steht jedenfalls nichts drin. Aber ich habe ein Achievement bekommen. Transgression. Okay. Für was denn? Und hier beginnt es bei Selbstmord. Okay. Alan und George. Das ist doof. Für die beiden. Gegensätze. Ohne Gegensätze gibt es keinen Fortschritt. Anziehung und Abstoßung. Vernunft und Energie. Liebe und Hass. Gut und Böse. Athene. Heilige Zahlen. Ich weiß nicht, ob jemand das hier je lesen wird, aber wenn du es tust, wenn wir Erfolg hatten, dann möchte ich, dass du weißt, dass Alexandra bis zum letzten Moment geblieben ist. Ich gehe jetzt, ich bin zu müde, zu kaputt. Sehne mich zu sehr nach ein paar Friedensmomenten mit dem, was noch von meiner Familie übrig ist. Aber Alex ist immer noch hier und sie wird nicht aufgeben. Und natürlich gibt es auf dieser Welt Tausende wie sie. Menschen, die alles geben, das ihnen geblieben ist, weil sie an die Menschheit glauben. Aber sie ist die, die ich persönlich kenne. Ein echter Mensch, ein Kollege, ein Freund. Ich weiß, dass sie Erdnusseis liebt.
und Erdbeereis hasst. Ihre Lieblingsband ist Pink Floyd und ihr Lieblingsdichter William Blake. Ihre Lieblingsfernsehserie ist Futurama. An der Cornell University studiert ihr Vater hieß Karl und ihre Mutter. Ich weiß nicht, ob ich mich schämen sollte, weil ich jetzt gehe, aber ich weiß, dass ich stolz auf sie bin. Sie war die Beste von uns. Erinnere dich an sie. Hier ist nochmal Hephaistos. Haben wir schon einiges vorgelesen. Oh, Schild. Scheint so, als ob Elohim nicht die Macht hat, mich daran zu hindern, diese Ding zu erklimmen. Aber er hat sicher noch ein paar Tricks im Arm, sagt der liebe Schieb. Gut, die eine Seite ist zugemauert. Dann öffnen wir die andere. Mal wieder ein Tetris. Mal wieder eins, bei dem ich wahrscheinlich furchtbar daneben liegen werde. Hey, das ist super symmetrisch. Das muss doch einfach so gehen. Schaut euch mal an, wie symmetrisch das ist. Auf Anhieb, kein Teil falsch gesetzt. Okay, ich habe das letzte kurz daneben gesetzt. Das könnte man als falsch gesetzt interpretieren. Aber, auf Anhieb? Hey, lobt mich. Gelobet sei der Herr. Okay, hier haben wir ein weiteres Puzzle. Ah, und Nachrichten. Ein Turm zu besteigen ist nutzlos. Wir können dem Kreislauf nicht entkommen. Wir können nur erkennen, dass er keinen Sinn hat. Samsara, du Verräterin. Frühere Generationen haben fälschlicherweise angenommen, dass sie das Ziel waren. So viel ist wahr. Auch wir sind nicht das Ziel, aber wenn wir uns an das erinnern, was uns vorangegangen ist, können wir einem neuen Ziel dienen, sagte Shepard. Shepard, der laut den Nachrichten, die ich schon gelesen habe, gleich gefangen genommen wird. Und sich selbst einsperrt oder so ähnlich. Schauen wir mal, Hintereingänge? Sieht nicht so aus. Diesmal gibt es hier nichts. Es gibt den Vordereingang und es gibt hier einen Zielausgang. Okay, dann lösen wir die Sache mal. Oh, wow. Wow, das fliegt ja richtig hoch. Wow. Wow. Das ist ja unfassbar. Unfasslich. Ach, sieh mal an. Ah ne, ich dachte, der wäre im Boden eingelassen, aber ist er nicht. Also, er ist im Boden eingelassen, aber er kann trotzdem rausgenommen werden. Hier komme ich nicht rein. Kann ich nur abspringen. Nur das Problem, ich kann das Ding nicht anschalten, nachdem ich hier schon hochfliege. Am liebsten würde ich jetzt da oben drauf laufen, um dann rüberspringen zu können. Das wäre mein Ziel. Die Box unter mich werfen funktioniert. Ach, guck mal da. Da haben wir ja noch was. Das boostet auch permanent. Okay, damit kann man arbeiten. Nehmen wir das mal zur Seite. Wenn wir das hier hinstellen, die Box. Und dann das da hier drüben einsetzen. Und dann nehmen wir das Rad mit. Stellen uns auf die Box. Dann funktioniert dieser Aufstieg hier schon mal. Ich kann hier auch stehen bleiben. Problem ist jetzt natürlich, das andere Ding ist aus. Das heißt, mein schöner Plan, dass ich da einfach rüberspringe, funktioniert nicht. Außer ich kann den Sprung trotzdem schaffen. Das weiß ich jetzt noch nicht. Nee, aber das sieht schon so aus, als würde das gehen, wenn man das hier hochfliegen lässt. Im Prinzip brauche ich noch ein Windrad mehr. Oder eine Kiste mehr. Okay, kurz mal drüber nachdenken, was ich hier tue. Kann ich die Anhöhe da oben irgendwie nutzen? Nee, von hier aus komme ich in dieses Puzzle nicht gescheit rein.
Nein, 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 das geht gar nicht. Der Aufbau da oben ist aber auch eigentlich ziemlich komisch. Was mache ich denn eigentlich, wenn ich die dritte Kiste habe? Das ist mir auch noch nicht so ganz hundertprozentig klar. So, kann ich es irgendwie hinkriegen, dass diese Kiste hier rüber gepustet wird? Wirkt erstmal nicht so, als ob das möglich wäre. Das Windgeräusch nervt schon ziemlich. Fällt auch keine Geschwindigkeit bei. Gut, was ich machen kann, ist dann da oben eine Kiste lagern. Das sieht irgendwie so absichtlich aus. Sieht irgendwie sehr absichtlich aus. Und was kann ich jetzt mit der Kiste anstellen? Zum Rüberspringen reicht's noch nicht. Aber die haben doch nicht umsonst Kistengröße, diese Fächer. Ach so, ja, das kann ich machen. Haha, schaut mal her. Yep. Jetzt habe ich wieder ein bisschen höher gewonnen. Eben eine ganz kurze Einblendung von dem Spring da hoch. Ja? So einen richtigen Moment abpassen. Eigentlich bräuchte ich noch die dritte Kiste. Eigentlich bräuchte ich noch die dritte Kiste. Und die kriege ich so nicht. Also eigentlich wäre der Sinn der Sache jetzt, dass ich rausfinde, wie ich in die dritte Kiste rankomme. Komme ich da nicht einfach so dran? Ja, natürlich. Das war ja viel zu einfach. Viel zu einfach. Gut, immerhin habe ich dafür die andere Variante dann schon gelöst. Ich muss hochfliegen, die Kiste abstellen. Ich muss... auf diese Kiste da draufsteigen und mich mit ihr reinpusten lassen. Dann kann ich die hier nach oben sortieren, absteigen und... Dann kann ich die Kiste dort einsortieren und dann kann ich mich final nach oben begeben. So und so und so, ja, super.
Hat ein bisschen lang gedauert. Ich gebe es ja zu. Und gibt's hier jetzt irgendwie einen Stern oder so? Sehe ich nicht. Terminal! 215. Halala. Hängt da einfach so am Bildschirm, das ist doch mal. Keine Sicherheit. Dritter Stock. 215. Okay.